Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge Let's Play Transport Fever. Und heute, meine lieben Freunde, heute setzen wir eine Lok hier drauf. Und die schnellste, die wir bisher haben, ist diese. Kaufen wir mal. Und dann setzen wir hier. Wir können auch noch mehr Weizen mitnehmen. Können wir machen. Wir haben hier Bretter. Vieh. Da steht aber nichts von Weizen. Getreide ist da. Da ist Getreide drin. Nehmen wir doch mal hier Getreide. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier, wo Bretter dabei sind. Bretter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nochmal 8. Und hier nochmal 2 ran. Zack, zack. Und alle zuweisen auf eine neue Linie, das ist dann der ETC 70. Warte mal, ich schreibe das schon mal hin. ETC 70 Güter hier an Hafen, ne? An den Hafen. Ich schreibe einfach Chemie Fabrik 1. Fabrik 1. Ja. Ah, das passt da nicht mehr hin. Passt sogar die Klammer gar nicht mehr hin. Eieiei. Zack. Also. Ich schnabbel. Na, die neue Linie muss ich erstmal definieren. Ah. Hier, zack. Wo ist denn die neue Linie? Und guckt hier. Bretter warten nämlich schon. Finde ich super. Würde theoretisch funktionieren. Nur wir wollen ein bisschen effizienter arbeiten. Es wird, glaube ich, auch irgendwas. Ja. Hätten den auch gleich hochfahren können, nur ist das die Steigung zu groß und da würde das der Tick dann so lange dauern. So. Und das, was wir übrig haben. 1, 2. Sollen wir zurückzahlen? Jetzt gehen wir erstmal fett ins Minus. Aber wir gucken erstmal hier unseren Zug an. Er ist schon losgefahren. Na ja. Der wartet nämlich auf freie Wege. Stopp. Mal kurz auf Stopp machen. Da kann nur rausfahren. Wenn der hier unten ist, wenn ich hier nämlich ein Signal hin mache, wenn ich hier dazwischen, ups, oder? Nochmal ein Langstreckensignal, sozusagen hier, ich auch nochmal eins hin machen. Bau nicht möglich, machen wir es so. Nicht möglich. Klappt doch. Hast du denn? Eieiei. Das Gesumme geht mir heute irgendwie wieder auf den Kranz. Aber ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt habe. Die Ruckler sind weg, meine lieben Freunde. Ich habe ein Grafikkarten-Update gemacht. Und das hat dazu geführt.
Ach ne, hier. Alles unnütze Kosten. Und Start. Schnell, schnell, schnell. Hier können wir auch eins machen. Zack. Das sehen wir nämlich schon mal. Wie der ausschaut. Der ist noch ein bisschen größer. Langer Zug. Ein sehr langer Zug. Noch sind wir gut im Plus. Also wir machen noch Plus. Na, warten wir erstmal. Weil der andere muss ja erstmal dort kommen. Der ist ja schon da. Guck mal hier. 14 Stück. Der macht jetzt auch Plus. Finde ich super. Details. Ja, ist so gut. Das ist gut. Oh, der nimmt wahrscheinlich jetzt auch Kratzer mit. Nee, nimmt er nicht, weil der fährt ja durch hier. Der fährt ja durch. Muss ja noch mal ein paar Langstreckensignale für die Strecke hier hin machen. Ich glaube, das habe ich nicht richtig gesetzt. Und hier, was noch ist. Ich habe jetzt was rausgefunden. Und zwar, wenn ich jetzt hier drauf gehe, zack, kann ich einmal eine Straßenwaage einstellen. Ist das nicht genial? Aber jetzt können wir da hier zugucken. Ich schiebe mal oben in die Ecke. Einsame Spitze. Mit Leimer, guck mal ja, die hat auch schon produziert und ist super. Ist dein Ernst? BR 89 Preuß. Züge kaufen, gibt es ja nicht so viele. 40, nee, der ist besser und er kostet sogar übelst viel. Was hat denn der Gutes? Leistung, der ist besser in der Leistung. Auf Normallinien, ja. Ist keine Güterlok. Das wartet dem jetzt da. Ich möchte bitte, dass du umdrehst. Wo ist denn der andere? Ist gut. What the fuck, hier ist doch ein Debo. Wollt ihr mich verarschen? Die verarschen mich gerade. Los. Boah, wie lange das dauert. Wollen wir kurz auf Hyperspace machen, dass der hier umdreht. Eieiei. So, wenn der jetzt hier daneben ist. Hier daneben. Da muss er doch mal hier. Pass auf. Zack.
Warum findet der das nicht? Willst du mich verarschen? Der will mich verarschen, oder? Der will mich wirklich verarschen. Ich will doch nur diese scheiß Schiffe verkaufen. Gibt's denn das? Oh, der ist ja schon weitergefahren. Oh, das klappt doch super. Das klappt super. Ich will das Schiff nicht mehr haben. Wenn ich nämlich hier mit das aus, kann ich auch ein bisschen langsamer wieder machen. Da fahren wir nämlich nächste Folge hier mal nach dem Kattelhof hier. Nach der Chemie hier. Umschlagplatz der Chemie, sag ich jetzt mal. Der Chemiefabrik 1. Und bis dahin, ciao. Bis zur nächsten Folge.